Der 19. November. Das war der Tag, an dem die große Gegenoffensive der Russen anfing, Ja. als sie begonnen haben, den Ring um Stalingrad zu schließen. Ja. Wie haben Sie den 19. November erlebt? Gerüchte und jeder hat was anderes gesagt und ja, die holen uns wieder raus. Ja. Keiner hat damals daran gedacht, dass wir da nicht rauskommen. Also da kommt ein Ersatz her und General Mannsteiner, der wieder hieß, wir holen uns mal raus. Ja. Wir können doch nicht eingekesselt werden. Die haben immer nur die anderen eingekesselt. Ja. Und dann ist es doch passiert. Innerhalb von 4 Tagen Ja. war der Kessel geschlossen. Ja. Oh, Entschuldigung. Ja. Ich habe auf dem Vormarsch auch die Rumänen kennengelernt. Die Italiener habe ich, mit denen bin ich mitmarschiert. Und wir waren auch mal ans Nachbarregiment von Rumänen. Und da habe ich gedacht, Menschenskinder, wie wollen wir mit den Leuten Krieg gewinnen? Und an dieser Stelle sind die Russen durchgebrochen. Und die Rumänen, die haben deswegen, ich war nachher im rumänischen Lazarett auch. Und die Rumänen, die haben die Offiziere, die haben die Peitsche, die haben die Strafen noch gehabt, also wie im Mittelalter, verstehst du? Die sind geschlagen worden, die Soldaten. Und hatten weniger zu essen wie wir, also schon immer weniger zu essen. Und das war, die waren wie die Tataren vor 100 Jahren oder sowas. Aber ich dachte, wie konnten die? Nur Panierpferde oder ja, keine großen Geschütze, nur alte Gewehre, altmodische. Also habe ich gedacht, wie, das geht doch gar nicht gut. Und ein italienisches Bataillon hatten wir auch gehabt, oder eine Division, die habe ich auch kennengelernt da. Das war das Gegenteil von den Italienern. Das waren Modesoldaten, waren das. Die haben gut zu essen gehabt. Und flotte Uniformen und hatten Auto gehabt, alle. Aber die habe ich in Stalingrad nicht mehr gesehen. Aber die Rumänen habe ich noch getroffen. Jetzt ist ja nach der Einkesselung die Versorgungslage noch schlechter geworden. Da gab es ja kaum noch was. Rationen wurden Ja, gekürzt. da habe ich ich hatte immer noch die eiserne Ration gehabt, das haben wir alle noch gehabt. Und wir haben ja genug Tote und verwundete Russen und Deutsche gehabt. Und da sind wir immerhin und haben den. Jeder hat ja noch irgendwas gehabt. Jeder hat einen Vorrat noch. Und da haben wir das uns genommen. Und also da haben wir noch nicht so Mühe gehabt. Allerdings, wenn abends die Gulasch, der Melder, abends haben wir warmes Essen gekriegt und es kam manchmal 2 Tage nicht, weil die Gulasch, die Melder nicht durchgekommen sind wegen Feindbeschuss oder sowas. Da haben wir auch Kohldampf gehabt. Und da habe ich auch schon mal einen Lattenzaun abgebrochen und habe da ein bisschen dran rumgeschaut, am Holz. Haben Sie denn mal gehört, dass eben auch Menschenfleisch gegessen wurde? Das hab ich gehört, aber nicht selbst erlebt und mit. Ich glaube, das war auch noch sehr früh. Das war etwas zu früh, also Das war noch sehr das habe ich früh. nachher im Lazarett gehört oder ja, von anderen Kameraden, die später rausgekommen sind. Was haben die erzählt? Ja, die haben erzählt, die zuerst haben sie die Pferde gegessen, ja, logisch, und dann die Ratten. Und gab es nicht mehr. Und dann die toten Russen, da haben sie, wenn sie keinen Pflege mehr haben, den haben sie den Weichteil rausgeschnitten aus den Armen oder aus den Gesäß backen, wo noch ein bisschen Fleisch dran war. Welches Bild hat sich Ihnen geboten? Also welches Bild hat Stalingrad zu der Zeit geboten? Also
Gab es viele Verwundete, die einfach am Straßenrand liegen? Gab's, was ist mit den Leichen passiert, die überall? Konnte man die noch wegtransportieren? Nein, ich habe unterwegs auf dem Vormarsch habe ich viele Soldatengräber gesehen. Und da haben wir die noch selbst begraben, beerdigt und wie wir auch, ja. Aber die sind verscharrt worden und manchmal haben wir noch Kreuze gezimmert oder so und die Mütze draufgehängt oder den Stahlhelm, Namen drauf gekritzelt. Aber so in aller Form wie das beim Soldatengräber heute und das habe ich, da habe ich auch nicht in Erinnerung. Ich habe gefangene Russen, die mussten uns die Tote wegschaffen. Die Tote, die liegen blieben, aber die Wunden haben die weggeschafft. Mich haben sie auch, gefangene Russen, die 2 Stunden noch vorher bei den Russen gekämpft haben, die haben mich als Wunde zurückgeschafft. Da waren irgendwelche da, die haben gesagt, du musst helfen. Ja? Und wenn da die Russen Granaten gekommen sind auf dem Rücktransport, die hatten mich in einer Zeltplane liegen gehabt als Schwerverwundete und russische Schrapnells den eingeschlagen, in der Nähe von uns, neben uns. Da haben die einfach, die haben auch Angst gehabt, genau wie mir, sind auch junge Menschen gewesen. Und da haben die mich einfach hingeschmissen und sind selbst in Deckung gegangen. Und dann haben sie mich aufgehoben. Und das hat vollständig wehgetan.